Wir müssen hier die eine, ja. Warte mal, das können wir jetzt gleich gucken, wie ist die jetzt. Wir müssen. Prinzipien will, dass wir Javia, die anführende Karte beseitigt. Ja, wir müssen die beseitigen. Wir werden sie finden. Und dann werden wir sie beseitigen. Leske haben wir auf jeden Fall auch schon mal. Leske! Na, da brat mir doch einer einen Leguan. Dich hätte ich hier wirklich nicht mehr erwartet. Was ist passiert, Staubfresser? Vermisst du es, angespuckt zu werden? Ich suche Javia. Leske, schön, dich zu sehen. Ich vermisse es, dir Ärger zu machen, Staubfresser. Was machst du noch hier? Ich habe wichtige Geschäfte und keine Zeit für Wiedersehensfeiern. Haha, machen wir das dritte. Ich weiß. Seit du weg bist, muss ich mir meinen Ärger selber besorgen. Aber ich kann das ziemlich gut. Und was treibst du hier? Du willst doch nicht schon in die tiefen Wege, um dort zu sterben, oder? Ich suche Javia. Weißt du, was mit Carter passiert ist, nachdem ich weg war? Achso, mit der Carter. Ich wollte wissen, was meine Leute von der Sache mit dem König halten. Ein König ist ein König ist ein König. Keiner von denen interessiert sich auch nur das kleinste bisschen dafür, was hier vorgeht. Ja, Benin ist ein guter Mann und Rika liebt ihn. Weißt du, genau, frag mal, was Javia mit Carter. Javia hat keine Zeit vergeudet. Die Beseitigung aller Konkurrenten war wohl ihre Art zu trauern. Sie hat mit Berats Familie oben eine Vereinbarung getroffen, sich als eine Frau ausgegeben und den Lyriumhandel weitergeführt. Nach Endrins Tod gab es dann ganz neue Möglichkeiten. Plötzlich hatten die Wachen ständig im Diamantenviertel zu tun. Javia hat das ausgenutzt. Wo könnte ich sie finden? Du bist also nicht mehr in der Karte. Beim Stein, nein. Ich habe Javias Macker weggeräumt. Dafür will sie mich nicht gerade küssen. Als er weg war, wollten wir den Laden sogar übernehmen. Glaubst du, das riecht die nicht? Also, ernsthaft, Staubfresser, warum bist du hier? Kannst du mir einfach sagen, wo Javia ist? Ich soll Prinz Belin ein bisschen aufräumen. Du machst jetzt also für Belin die Drecksarbeit? Schickt sich das für einen Wächter? Wenn ich Javia beseitigen kann, frage ich nicht, für wen. Belin ist ein guter Mann und Rika liebt ihn. Kannst du mir einfach sagen, wo Javia ist? Schon kapiert, Salrocker. Also... Sie würde mich umlegen, wenn sie wüsste, dass ich das weiß. Aber nachdem Belin Rika nach oben in die Stadt geholt hat, hat die Carter dein altes Zuhause übernommen. Sie haben einen Hintereingang eingebaut. Er führt nur in ein paar Vorratstunnel, aber vermutlich gibt's von da einen Weg zu Berats altem Anwesen. Ich verschwinde jetzt lieber, bevor uns jemand zusammensieht. Aber sag mir Bescheid, wie es gelaufen ist. Ja, ich sag dir Bescheid, wie es gelaufen ist. Selinda, hatten wir Selinda schon? Mir ist so kalt. Ja, die hatten wir schon. Sehr schön. Weiter. Durch den Schlitz sehen. Nichts tun. Ja, ich bin mal gespannt, was mit dem ist. Also es war mein altes Zuhause, was sie gesagt haben. Ist das nicht hier? Haus der Stadt. Hä? Haus in der Stadt des Staubs. Okay. Ja, das war mein Haus. Das war mein Haus. Nun, wen haben wir denn hier? Javia sagte schon, dass ihr Ärger sucht. Glückwunsch, ihr habt ihn gefunden. Dankeschön. Oha, oha. Tötet mich nicht! Verdammte Ahnen, was haben sie euch an der Oberfläche bloß beigebracht? Ihr kämpft ja wie ein Erzdämon. Ich habe nur Leskis Anweisung befolgt. Er sagte, Javia hätte befohlen, euch hier nicht lebend rauszulassen. Leske hat euch geschickt? Leske arbeitet für Javia? Einschüchtern dieser Verräter. Sagt mir, wo er ist, sonst sterbt ihr auch. Nein, Javia bringt mich um, wenn ich rede. Da sterbe ich lieber im Kampf. Okay. Schade, schade. Ich hätte es gerne verhindert. Okay, das ist Fingerknochen. Dieser Fingerknochen öffnet die Tür zu Javias Versteck. Ja. Wir hatten ja eine Tür entdeckt gehabt. Eventuell ist es die Tür.
So, dann haben wir jetzt einmal alles looten. Looten. Boah, schon wieder ein Kristall. Alles voller Kristalle hier. Wie ihr meint. Und die haben alle viel Zeugs irgendwie dabei. Versteck, Versteck. Irgendwas, was ich vorher nicht gesehen habe. Hier eventuell. Nö. Nö, nö, nö. Alles nö. Dann muss das da drüben sein. Wie ihr meint. Ich hab's nochmal Silber. Dann muss das da drüben hin sein. Ah, ich kann mir nicht vorstellen, dass Leske. Oh, dann ist das so. Weiter. Den Fingerknochen in den Schlitz legen. Weiter. Und schon sind wir drin. Tja, ich bin mal gespannt, was da gleich passiert. Schon lange her. Ich weiß ja gar nicht, ob wir überhaupt damit was zu tun hätten. Von der anderen Seite her. Deswegen bin ich mal gespannt. Oh, toll. Kater. Gestehe. Jetzt ist alles mit K, mit C wieder. Wo war es mit K? So. Wie lautet die Parole? Belin auf immer und ewig. Havamond auf immer und ewig. Java lutscht Echsen-Eier. Keine Ahnung. Moment, jetzt weiß ich es wieder. Stirb, Abschaum. Gucken wir mal, ob das klappt. Wir haben einen Märtyrer, Jungs. Oh, und Schmetter und Schatter und Schatterschien. Zack. Bam. Und schon wieder ist überall Ketchup. So, dann müssen wir hier weiter. Also das mit dem Feuer sieht ja echt hübsch aus, ne? Das wäre auch mal eine Idee. Paar Architekten sowas ähnliches zu bauen. So, und wenn nichts weiter ist, dann eben weiter durch die Tunnel. Da haben wir eine Tür. Da haben wir jemanden stehen. Gehen wir mal da hin. Oha. Oha. Das kann ich. Ich glaube, anderes Zeug habe ich hier, ne? Betäubt. Man merkt vielleicht, ich rede momentan nicht so viel. Ich bin müde. Oh. Zack. Haben wir es überstanden. Ich bin durch die Falle gelaufen. Ja, super. Ha. Bäm, in die Fresse. Ich hoffe, wie ihr meint. So, Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Knete. Kohle, Kohle, Knete. Alles für Fete. Hier haben wir eine Truhe. Ist natürlich auch nicht schlecht, aber. Jammers Tagebuch. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Ich guck mal rein. Es war eine gute Saison, Kenki. Ziemlich hinterhältig auch. Darum müssen wir vorsichtig sein. Ich bringe meine Hälfte zur Oberfläche, um einen guten Preis rauszuschlagen. Deine Hälfte ist in meiner Kiste. Sie hat eins von Peaks Schlössern. Das Übliche, du brauchst drei Teile aus unseren normalen Truhen, bevor du überhaupt versuchen kannst, es zu öffnen. Sie hat sie auf hoch und niedrig eingestellt, weil du hier den besten Blick für sowas hast. Ich habe dafür einen Teil der Beute gefälscht. Du nimmst nur das Ding, das am billigsten aussieht, aus jeder Truhe und dann kannst du die Kiste öffnen. Das teure, aussehende Zeug ist ein Köder und ich habe Fallen dran gehängt. Entweder nimmst du das Richtige raus oder eben nicht. Und dann hast du hoffentlich kein Problem damit, ein wenig zu humpeln. Humpeln? Okay.
Eine Holzkiste. Zwergischer Streit, komm, ne? Noch kann ich mitnehmen. Mal gucken, was... Ich werde es tun. Okay, unzureichend. Gucken wir, was in den anderen Kisten ist, ne? Also, falls da andere Kisten sind. Also, ist ja schon wieder ein ganz großes Tunnelsystem, was hier ist. Ja, ich hoffe, es funktioniert alles, weil ich kann selber gerade nur sehen und nicht hören. Varanis. Kuanari Söldner. Oha, das sind... Oha, das war einer von den Kuanari, wie der Stan bei uns ist. Das ist sie alle kaputt. Da haben wir eine Holzkiste. Zwergisches Langschwert. Oh, Haupthand. Ja, leider. Schon wieder nur zu verkaufen. Aha. Leider wieder nur alles zu verkaufen. Ne? Und das sind diese einfachen Truhen? Genau. Ich könnte das machen. Unzureichend die Fähigkeiten. Na super. Wird erledigt. Oh, was hat denn der gehabt? Na, oh, nix, außer dem Wundumschlag. Schade, 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 schade. So, das sieht wieder nach Fallen aus. Ah, ne. Ja, eine Falle. Aber mit Zwergen. Schade, tschüss. Ketchup, Ketchup. Ich liebe Ketchup. Boah, das sind aber viele, ey. Muss ein bisschen auf die Jungs aufpassen. So viel der arme Alistair. Lauf doch nicht weg. Okay. Heute Abend gibt es Zwergengulasch. Sehr schön. Übrigens ist die Hand nur Silber. Dann habe ich wenigstens kein Problem wieder mit den Taschen nachher. So wird. So, gehärtet, das müsste ich mir dann einmal gucken, was die anderen haben. So, Holzkiste, die wirst du auch nicht öffnen können, oder? Ja, natürlich. Oha, sie konnte ihn öffnen. Lederhelm, Lederhelm. Was für ein Zufall, eine Kiste konnte sie öffnen. Wow. Ich werde es tun. Feuerpfeile, das ist auch gut. Wie ihr meint. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Ja, das... Schafft sie natürlich nichts. Also mit der Kiste, die wir am Schluss hätten kriegen können, wird das leider nichts, so wie es aussieht. Aber immerhin haben wir andere Sachen gefunden. Wir gucken mal, was Liliana, ich vergesse das immer. Nö, bringt ja alles nichts. Schade. Eventuell kannst du Morrigan noch gebrauchen. Gehärtete Stiefel. Der hat überhaupt gar keine Stiefel gehabt, die ist die ganze Zeit barfuß gelaufen. Nein! Aber macht ja nichts, die kommt ja aus dem Moor, ne? Da kennt sie das nicht anders. Kann man die ganze Zeit barfuß laufen. Achso, war ich auf der anderen Seite? War ich da jetzt? War ich da jetzt nicht? Ne, da war ich noch nicht. War ja klar, oder? Wow. Elfensöldner. Ein Elfensöldner. Alter Verschönheit. Wen hauen die da gerade? Achso, die hauen die beide alleine, ich dachte schon. Zack, zack.
Ja, Alistair. Gib ihn richtig, gib ihn. Die waren vorher bezahlt. Oh, Smart Kostümring. 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 Also ein Kostümring, der aus einem wertvollen Material gefertigt zu sein scheint. Okay. Ah, die machen Aua. Die machen Aua. Kann man nicht. Ah, okay, das war nur so eine Falle, ja? Schaschlau, schaschlau. Was hast du? Seil und Co.KG. Die Truhe, die keiner öffnen kann. Erlaubt ihr? Ja. Ich könnte das machen. Oh, diesmal kriegt sie auf. Nice. Gut. Dann sind wir aber gerade dann auf dem... Also schon fertig hier. Wenn wir die Kisten ja nicht aufkriegen, dann hat sich das ja alles erledigt. Dann werden wir mal da hingehen. Oh, ich sollte mich mal heilen mit irgendwelchen Sachen. Zack. Und noch ein Status, den ich wegmachen muss. So, da nix, da nix. Aber er hat auch Aua. Oha, oha, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Der hat ja richtig irgendwas abgekriegt. So, schwache Verletzung, Ausrüstung hat's geholfen. Nice. Läuft. Oha, das wird ja immer mehr hier. Ich dachte, wir bräuchten Zwerge für die Armee, damit wir in den Süden gehen können und die alle retten können. Aber nein. Es sieht eher danach aus, dass wir sie alle töten. Wir werden töten. Fang. Zack, zack, zack. So, da wollte ich nicht durchlaufen. Gut. Hatsching. Betrachtet es als erledigt. Ketchup. Überall Ketchup. Zwergenketchup. Besonders lecker. Ich habe schon viel über die Hallen der Zwergenkönige gehört, aber keine Geschichte wird ihnen gerecht. Es ist schon seltsam, grob und dennoch wunderschön. Das freut mich. Ja, wirklich prächtig. Zu viel Stein für meinen Geschmack. Ich bin ungern in Höhlen. Es ist nicht sicher. Gut. Und habt ihr diese kleinen Wühltiere gesehen, die Schweinen ähneln? Allerliebst. So eins hätte ich auch gern als Haustier. Aber es ist vermutlich schwer, sie zu fangen und... Ach, beachtet mich einfach gar nicht. Ich bin ja manchmal so dumm. Lasst uns gehen. Ja. Aber so kommen natürlich auch nette Gespräche zustande. So, was haben wir denn? Können wir irgendwas wegschmeißen? Dann schmeißen wir den Helm weg. Zerstodon. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das Falsche gemacht, aber egal. So, da haben wir auch noch einen Gauner. Haben wir noch eine Truhe. Da haben wir Waffenständer, Rüstungsständer. Noch eine Axt, ja toll. Ich hätte mal gerne was für meinen Zwerg. Stahl, obwohl, nee, Stahl brauche ich nicht. Da haben wir noch eine Truhe. Betrachte es als erledigt. Ich könnte das machen. Gehärtete. Brauche ich auch nicht. Wo ist denn. Wo geht's denn weiter? Tja. Also, das war jetzt ein bisschen komisch. Die zweite Aufgabe. Ja, das habe ich versucht. Das hat nicht funktioniert. Das ist Bokel, das brauche ich nicht. Gemmas Kiste. Nimm jeweils das billigste Objekt aus den normalen Truhen von Gemma. Ja, das kann ich nicht machen. Krieg ich nicht auf. So, das war mit den Kräuterkundigen. Gesang in den Tiefen. Das wollte ich jetzt auch nicht. So, das war das.
Ortan, ja. Die kurze Sprinzen. Finishame. Ja, das hatte ich aktiviert. Ungewöhnliche Maßnahmen. Das war das andere und Gemmas Kiste. So. Und das sagt mir jetzt wohin? Außenstadt des Staubs. Verbrecherladen. Das war in einem anderen Gebiet. Kann ich da links gehen? Dann gehe ich da, 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 da. Na gut, gucken wir mal. Also, da links und dann gucken wir das. Eventuell ist es ja dahin, die Richtung. Ich habe keine Richtung, keine Ahnung. Ach ja, hier ist die Tür noch zu. Also gut. Dann werden wir mal weiter links. Oh shit, Alter. Kommt die da alle her? Die sind schon hart, Jungs. Mit dem Knauf kriegst du einen rauf, du Sau. Chang, chang, chang. Ja, das hättest du dir auch verkneifen können. Oh, oh, oh. Chak, chak. Beenden wir es. Beenden wir es. Tja, wir haben leider immer noch kein Level-Up. Ich hätte gerne... Oh. Ich hätte gerne ein Level-Up. Für Liliana. Damit ich die Kisten vielleicht auch aufkriegen sollte. Aber irgendwie wird das nichts, wa? Aber das scheint der Weg zu sein, den wir gehen müssen. Ich glaube, das ist der Weg, den wir geflohen sind. Jetzt müssen wir den Weg halt einfach zurücklaufen. Wo fallen? Weißt du die nicht? Giftherstellung. Stehlen. Verstohlenheit. Okay. Witzig. Sie ist umgeflogen.